So, hallo, mein Name ist Reich Chanet aus Baden-Württemberg. Ich lebe seit 3 Jahren in Berlin. Ich werde mich jetzt hier zum Fall Murat äußern. Zunächst mal möchte ich Sie aufklären über eine ganz besondere Angelegenheit. Sie kennen das Strafgesetzbuch vielleicht nur aus der Ferne. Blättern Sie mal nach und lesen Sie den Paragraphen 63 nach. Denn hier geht es um Paragraph 63. Murat wird weggesperrt, ihm wird die Gefährlichkeit untergejubelt. Eine perverse Angelegenheit von Gutachtern, die dieses gemeinsam mit Psychiatern, Ärzten in der Forensik gnadenlos ausnutzen. So gibt es Leute, die haben eine Straftat begangen, die gehen in die Forensik, werden eingewiesen mit Paragraph 63 und hoffen, dass sie nach 1 oder nach 2 Jahren wieder entlassen werden. Leider ist das nicht der Fall. Paragraph 63 öffnet die Türen für die Ärzte und Psychiater in den Forensiken, denen immer eine Diagnose einfällt, um einen Menschen jahrelang festzuhalten. So werden plötzlich aus 1 Jahr oder 2 Jahren plötzlich 10, 12, 15 Jahre. Ich habe selbst Erfahrung, viele Leute kennengelernt und ich werde Ihnen jetzt nun den Paragraph 63 vorlesen. Den kann man auch nachlesen im Strafgesetzbuch. Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Ich höre jetzt nicht. So, der Paragraph 63 besagt Folgendes: Hat jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit, Paragraph 20, oder der verminderten Schuldfähigkeit, Paragraph 21, begangen, so ordnet das Gericht die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an, wenn die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Tat ergibt, dass von ihm infolge seines Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind und er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist. Das ist die Goldmine für die Forensiken. Es gibt Leute, wie gesagt, die haben für 2 Jahre irgendetwas gemacht. Es gibt Leute, die haben für 15 Euro, hier in Berlin-Wittenau sitzt jemand, 15 Euro Käsediebstahl im Supermarkt, der junge Mann, gute Schulausbildung, hatte kein Geld, um sich was essen, zum Essen kaufen zu können und ging zum ersten Mal in seinem Leben in den Supermarkt und steckte sich was in die Tasche. Da er Haare bis zur Schulter trägt und ein Röckchen über seiner Jeans, ist hier so ein bisschen eine homophobe Einstellung der Gutachterin durchgekommen. Der sitzt seit über 1 Jahr in der Forensik, in einem anderen Bundesland. Hätte er vermutlich Sozialstunden aufgedrückt bekommen und Hausverbot für den Supermarkt. Hier leidet er und wird extremst genötigt in Berlin-Wittenau für 15 Euro Supermarkt-Käsediebstahl. Was zu essen, was zu trinken und was zu rauchen. Die Psychiater fangen dann an, nach einer gewissen Zeit, aufgrund dieses guten Paragraphen 63 in Anführungsstrichen, anzufangen, diese Leute pervers mental zu zersetzen. Das beginnt mit Tyranneien, mit Unterstellungen, mit Frechheiten, die man sich nicht mehr ausdenken kann. Und sobald jemand sich dagegen wehrt oder auch nur einen Piepton sagt, wird in die Akte etwas eingetragen, was nicht stimmt. Ebenso versucht man bei Urinkontrollen oder bei Blutabnahmen, falls das Gericht es erwünscht und der Arzt eventuell befragt werden sollte, wird etwas eingetragen, was nicht stimmt. Dann heißt es dann plötzlich, sie sind in allem positiv und das schreiben wir in die Akte für das Gericht. Warum? So kann man den Menschen jahrelang mit Medikamenten vollpumpen. Und der gewisse Herr mit 15 Euro Käsediebstahl, der bekommt nach 1 Jahr gesagt, Sie müssen jetzt ein Medikament nehmen, Sie haben jetzt eine Psychose, sonst kommen wir, sonst lassen wir Sie hier nicht mehr raus. Ich gebe hier ein Eid ab vor ganz Deutschland, dass das, was ich hier sage, stimmt. Es ist grausam und die Erfahrungen, die ich gemacht habe und andere befragt habe, Gutachten, die ich gelesen habe, etc. Da muss man nicht Jura studiert haben, um das zu begreifen, wie viel Müll hier aufgeschrieben wird und was das teils für Fantasiegeschichten sind, da zieht es einem die Socken aus. Ich schäme mich inzwischen, deutsche Staatsbürgerin zu sein. Ich wusste zuvor nicht, dass es sowas in Deutschland gibt. Und ich kann jedem nachempfinden, der unter der Stasi und unter der Nazizeit in der Vergangenheit gelebt hat. Und gewisse Leute
genau dort arbeiten, wo sie nicht arbeiten sollten und schleunigst aus dem Verkehr gezogen werden sollten. In den Forensiken geht es dann so weit, dass die Leute ans Bett festgebunden werden oder sie werden einfach plötzlich unter Betreuung gestellt. Heißt dann plötzlich, für sie ist nun ein Betreuer zuständig. Was machen die Ärzte? Taktisches Spiel. Sie gehen zu diesem Betreuer, das kann ein junger Sozialarbeiter sein, Mitte 20, Mitte 30. Der geht zum Arzt, beziehungsweise der Arzt zum Betreuer, und der Arzt behauptet dann, dieser Mensch braucht Medikamente. Denn, was ist der Hintergrund? Die führen hier dort ihre Studien durch, es geht um einen Haufen Geld für Psychopharmaka. Es gibt sogar Leute im Senat, die wissen davon Bescheid, führen Studien mit Ex-Ärzten durch, die in der Forensik früher tätig waren. Und die Betreuer rennen dann zu einem Richter, und die Richter haben leider zu wenig Sach- und Fachkenntnisse, und die sitzen den ganzen Tag hinter ihren Aktenbergen in den Gerichten und kümmern sich einen Dreck um die tatsächlich Inhaftierten oder psychisch Kranken, wie man sie versucht zu etikettieren. Es ist ein Armutszeugnis hier in Deutschland, dass es sowas heute noch gibt, denn die Richter, ohne zu prüfen, ohne denjenigen anzusprechen, den es betrifft, die unterschreiben einfach ein Stück Papier. Was anschließend folgt, das ist ein derartiges Trauma, eine derartige Nötigung, eine derartige Erpressung, eine derartige Vergewaltigung und Folter. Und das passiert hier vor der Haustür, hier auch in Berlin-Wittenau, in Ravensburg-Weisenau und in sämtlichen anderen Forensiken auch. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn irgendeiner was verbockt hat hier in Deutschland und sitzt heute vor einem Richter, vor einem Strafrichter. Ich kann nur jedem empfehlen, nimm die Strafe an und geh für ein oder für zwei Jahre ins Gefängnis oder für deine 3 Monate. Aber lass dich niemals in eine Forensik bringen, denn dort kommst du nicht mehr raus. Und zwar gar nicht mehr. Es gibt Leute, die haben wirklich was verbockt, haben 7 Jahre gekriegt, die sitzen schon seit 15 oder 16 Jahren da drin. Warum? Weil die Psychiater immer wissen, was sie aufzuschreiben haben und leider nur einmal im Jahr eine sogenannte gerichtliche Anhörung stattfindet. Und das ist ein Kasperle-Theater 100%. Man sitzt da wie der Depp, man muss noch fragen, ob man überhaupt mal was sagen darf. Und ein Arzt gibt dem Gericht vorher zur Kenntnis, wir empfehlen, dass dieser Patient noch mindestens ein Jahr bei uns bleiben sollte. Und die Leute, die vielleicht tatsächlich nicht den besten Bildungsstand haben, um es vorsichtig auszudrücken, die sowieso verängstigt sind und in ständiger Angst leben, die sind noch ein besseres Fressen für die Ärzte dort, die kann man noch länger festhalten. Die Leute werden ans Bett festgebunden, die werden gegen ihren Willen zwangsmediziert. Das passiert auch schon davor, bevor überhaupt ein Richter was entschieden hat oder ein Betreuer. Und die Unterstellung der Gefährlichkeit, da frage ich mich, wer ist denn hier gefährlich? Wer sollte denn ans Bett festgebunden werden? Wer sollte denn aus dem Weg geräumt werden? Da kann ich Ihnen nur sagen, das sind die Ärzte. Die Ärzte und die Psychiater, die einen Scheißdreck zusammenschreiben, wo man sich wundert, dass sie überhaupt eine Arztzulassung haben. Ich kann es nur jedem empfehlen, ob das jetzt in der Forensik ist oder privat ist. Jeder denkt an seine Vorsorge. Junge Leute, alte Leute, besonders die alten Leute, die ins hohe Alter kommen und sagen, Mensch, was passiert eigentlich, wenn ich heute umfalle und brauche Hilfe? Meine Familie wird sich hoffentlich um mich kümmern. Liebe Leute, es gibt Ländergesetze, es gibt Gesetze. Ländergesetze werden manchmal ausgehebelt. Und plötzlich stehen die Leute, wie gesagt, unter Betreuung. Und da könnt ihr nur Abhilfe schaffen und euch schützen davor, damit ihr nicht euer Hab und Gut verliert. Wenn ihr eine Patientenverfügung auf den Tisch legt, damit ihr nicht psychiatrisch untersucht werdet, damit ihr nicht psychiatrisch mediziert werdet oder sonstigen Müll. So, jetzt komme ich hier gleich zum Schluss. Eins habe ich noch anzufügen. Ja, wie kann man jemanden aus dem Weg räumen? Ganz einfach, indem man ihm ein Etikett anheftet und sagt, Sie sind jetzt psychiatrisch krank. Und wenn ich das sage, dann ist das so. Zu mir hat ein Psychiater gesagt, in Vivantes Spandau, Frau Reich, Sie sind eine gefährliche Person, und wenn ich Ihnen sage, dass Sie gefährlich sind, dann sind Sie gefährlich. Prompt standen 2 Leute vor meiner Haustür. Und Sie haben angezettelt, ein Betreuungsverfahren einzuleiten. Liebe Leute, unterstützt jeden, geht auf die Straßen. 1989 sind die Leute hier in Berlin auf die Straßen gegangen.
damit sie hinter ihren Mauern vorkommen. Und wo ist heute die bayerische Landesvertretung? Die Fenster sind zu, nur eins ist gekippt da oben. Wo sind denn die ganzen Leute und äußern sich mal zum Fall? Ich frage mich, wo das Problem liegt. Geht nicht zum Psychiater, kann ich nur empfehlen, weil die Psychiater haben eine Aufgabe. Wo kann ich denn in meinem Katalog einordnen? Wo kann ich ihm was unterstellen? Und wenn ein Psychiater sagt, Sie haben Wahnvorstellungen, dann haben Sie ein Problem. Sie gehen zum Psychiater, zu einem Facharzt, weil Sie sich Hilfe erhoffen, weil Sie vielleicht was Schweres erlebt haben. Jetzt ist jemand in der Familie verstorben, Sie sind von heute auf morgen traumatisiert. Irgendetwas Schlimmes ist passiert und Sie brauchen psychologische Unterstützung oder Sie brauchen vielleicht tatsächlich einmal im Leben einen Psychiater. Da dieses Thema Psychiatrie sowieso negativ in Deutschland angeheftet ist, dass jeder, der sagt, er geht zum Psychiater, hat gleich einen Stempel weg. Leider ist es nicht so, aber 80% der Psychiater taugen nichts. Die gucken ihren Katalog nach, sie reden mit ihnen und die schreiben einen Scheißdreck über sie auf. Und hinterher lesen sie es vielleicht beim MDK in der Akte oder bei der Krankenkasse oder sonst was oder man versucht, sie irgendwo unterzubringen. Ich kann sie nur warnen. Warnen vor diesen, für mich, Straftäter teilweise. So. Ja. Etikett, Drohung, Betreuung etc. Tyrannei, Schikane habe ich live erlebt bei anderen. Und bei mir hat man es auch probiert, bei mir hat man sich aber irgendwann nicht mehr getraut, weil ich gedroht habe mit Strafanzeigen. Da muss man auch wieder aufpassen, weil wenn man droht, wird man gleich als querulatorisch hingestellt, wenn man die Wahrheit sagt. Dass das natürlich absolut höchste Stresssituationen sind, Angstsituationen sind, dass da eine gewisse mentale Zersetzung stattfindet, systematisch, verständlich. Dass man unter Stress gerät und vielleicht auch mal lauter wird oder auch mal jemand anschreit, ganz klar. Aber sie müssen sich wehren. Und wenn sie sich nicht wehren, dann sind sie der Depp. Ja, und ich frage mich immer noch, wo ist denn die bayerische Landesvertretung? Hallo, ist noch jemand im Haus oder haben Sie heute schon Feierabend? 16 Uhr ist der Kuli aus der Hand gefallen. Ich verstehe die Leute nicht. Ja, und da sehe ich hier noch zwei Polizisten. Sehr nette Beamte, die das hier Ganze unterstützen. Ja, die ja die Pflicht haben, uns hier zu unterstützen und zu schützen auch. Da gibt es natürlich auch Beamte, die machen ihre Arbeit nicht zu 100% oder haben den Auftrag von Staatsanwälten, gewisse Dinge aus den Akten doch besser zur Seite zu legen. Oder wenn Fehler begangen worden sind, auch Staatsanwälte und Polizeibeamte machen mal Fehler. Und da muss man natürlich Abhilfe schaffen, indem man dann die Leute, die das rausfinden, ganz schnell aus dem Weg räumt. Und da taugt dann was an Richter, ne? So, was habe ich hier zum Vorlesen? Da gibt mir gerade ein Herr ein Zettelein, da steht was über Religionen drauf. Jetzt machen wir einen Sprung. Ich habe es vorher auch noch nicht in der Hand gehabt. Religionen, Christentum. Was steht im Christentum? Im Neuen Testament, Matthäus 7, 12. Alles, was ihr euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch. Im Islam heißt es, niemand von euch ist ein Gläubiger, bevor er nicht für seinen Bruder wünscht, was er für sich selbst begehrt. Oh, wenn ich hier Islam rede, das sagt doch tatsächlich ein Psychiater, zu einem Patienten, sind Sie aus der Ukraine, weil Sie so strahlen? Oder ein Psychiater, der gleiche in Weisenau, sagt zu einem anderen, gehen Sie doch zu Ihrem Allah. Und so jemand anderes sagt er, zittern Sie ab. Und dieser Mensch hat versucht, diesen türkischen Mitbürger mit Schlechtigkeiten zu etikettieren vor Gericht. Der hat alles probiert, um diesen Herrn in der Forensik zu behalten. Aber der Richter, ein Richter gab es mal, zwischenzeitlich, der das geblickt hat und diesen Herrn entlassen hat. Mit nichts, sprich komplett frei. Ja, solche Psychiater gibt es auch. Und leider gibt es zu wenige Kontrollen, keine Supervision bei Psychologen, bei manchen und auch schon gar nicht bei den Ärzten. Die können tun und schreiben, was sie wollen, auch nicht bei den Richtern etc. So, was steht hier noch? Judentum. Was dir selbst verhasst ist, das tue nicht deinem Nächsten an. Dies ist das Gesetz, alles andere ist Kommentar. Altes Griechenland, soll ich mich anderen gegenüber nicht so verhalten, wie ich möchte, dass sie sich mir gegenüber verhalten? Plato, aha. Buddhismus, verletze nicht andere auf Wegen, die dir selbst als verletzend erscheinen. Und so weiter. Konfuzianismus und die Chinesen. Ein Wort, das als Verhaltensregel für das Leben gelten kann, ist Gegenseitigkeit. Würde anderen nicht auf, was du selbst nicht erstrebst. Ja, und so eine volle Seite. Liebe
Liebe Leute, macht euch schlau. Macht euch schlau über Paragraph 63, Paragraph 64. Macht euch schlau über das, was die Psychiater hier machen. In ganz Deutschland, macht euch schlau, was in den Forensiken passiert. Denn nicht jeder, der in der Forensik sitzt, ist ein hochkarätiger Straftäter. Es gibt welche, die haben tatsächlich eine schlimme Straftat begangen. Die wissen auch, warum sie sitzen. Es gibt aber auch Leute, die freigesprochen sind, auch in Wittenau eine Frau. Die sitzt immer noch und die verscheißt jeden Tag ihre Hosen, weil sie ihre medizinische Hilfe nicht bekommt. Oder pinkeln in die Hose. Verdreckt, verstunken, erhalten keine Hilfe. Und sowas in Deutschland unter dieser Führung, da frage ich mich, wo lebe ich eigentlich? Und da kann ich nur sagen, Bayerische Landesvertretung, kommt raus, äußert euch, zeigt euch. Und Frau Merkel, falls Sie das jemals hören, inzwischen überlege ich mir sogar, Deutschland zu verlassen. Für das, was mir angetan wurde und was ich bei vielen anderen mitbekommen und gesehen habe. Und wenn Sie nicht dafür sorgen, die Regierung nicht dafür sorgt, dass es Kontrollen gibt bei Ärzten, dass diese Ärzte rigoros entlassen werden, ohne große Diskussion Ausweis abnehmen, oder dass die Ethikkommission sich einschaltet oder die Ärztekammern sich einschalten, und dass auch Leute beim Berliner Senat für Gesundheit wissen, was da drin abgeht, dann kann ich nur sagen, Entschuldigung, schämen Sie sich ein bisschen, ja? Das war mein Beitrag.